Na, Febo, bleibt sie! Oh, lass sie ziehen! Oh, sie kann eh zu. Ey, aber trotzdem. LOL! Ich muss den gesamten Basement nochmal machen? Mhm. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Hä, hey, warum hab ich meinen Würfel nicht mehr? Ich weiß nicht, Batman. Hast du vielleicht den falschen Speicherstand geladen? Also die falsche File? Nee, kann nicht sein. Das war gerade genau dieselbe wie vor. Oh Gott, geht doch mal weg! Nein! Was kann ich denn tun, Dave? Nee, da auf Envy habe ich jetzt keinen Nerv. Der heißt niemand Dave. Niemand erkennt einen echten Filmklassiker, wenn er ihn hört. Steve? Ja, ich lebe nicht so lange wie du. Keiner tut das. Was Erschreckendes. Yes! Was liegt an dem Junkfood, der sich reinschaufelt? Habt ihr schon mal eine Tomate vom Namen gesehen? Das erinnert mich jetzt an unser Resi 5 LP hol. Das nennt man Gemüse. Oh, this is a potato. Store Credit. Oh, ja, genau. Sowieso, euer Resi 5 LP war doch legendär. So viele tolle Running Gags sind entstanden. Im Grunde ja. Ich weiß aber nicht, welches ich besser finde, 5 oder 6. Weil von der Frustration her. Vom Frustfaktor her war 6 größer. Aber so vom Werten eindeutig mehr Spaß im 5. You can hide forever. Kann ich wohl. You can't hide forever. Doch. Nochmal ein Hoch auf Fleischspiel. Und jetzt einmal. Und jetzt einmal eine Laola. Fleischfield! Fleischfield, Fleischfield, Fieldfield, ah. Nee, aber ich bin gerade einfach mega happy im Grunde, dass wir jetzt die 10.000 geschafft haben. Da bin ich echt absolut happy gerade. Zur Feier des Tages sollten wir Resi 5 nochmal spielen. Du hast das Spiel gehasst! Das war Ironie! Außerdem, ganz ehrlich, Resi 5 hat auch Spaß gemacht. Ja doch. Eine primitive, sich selbst hassende Art und Weise. Ja, du warst doch nur gefrustet, dass du Brüste hattest. Ich glaube, er war nicht gefrustet, dass er Brüste hatte, er war mehr gefrustet, dass er keinen Bart hatte. Ich war das Mädchen, das nach Katzenfutter benannt wurde. Whiskers? Niemand möchte Schäber sein. Ich dachte Whiskers. Nein, Whiskers haben wir gekämpft. Oh Mann. Ja, ich renne auch genau rein. Yes. Jetzt müsstest du eigentlich während deinem Urlaub Xenoverse spielen, alleine wegen dem ollen Running Gag. Over 9000. Ja, im Grunde schon, ne? Ich wollte es ja immer im Urlaub sowieso mal, wenn möglich, streamen. Von daher. Also ich wollte sowieso mal gestreamt haben und die Spinne glitscht sich schon wieder durch Ecken. Unhöflich, sowas. Was ein Spinner. Lol, du hast die Pommes Rot-Weiß-Babys. Im Grunde ja. Im Grunde ist das voll die fiese Kombo. Weil die laufen mir hinterher, werden geslowt und sind länger im Blut. Pommes Rot-Weiß. Ja, Pommes Rot-Weiß, diesmal tödlich. Yay, Cancer. The Haunt. Ich setz mal das hier ein, ne? Oh, da ist noch ein Zwischenboss. Setze Sun doch ein, das ist doch zum Heilen. Hab ich auch. Ach ja, okay. Scheiß Delay. Ihre Sandorn. What? 1000? Na, ja.
So langsam hat man The Haunt raus. Also ich hasse ihn zwar immer noch als Boss, aber... Vor allem als ersten. Ja, ich finde ganz ehrlich, für den ersten Boss ist es ziemlich assig. Ich kümmere auch das... Nee, den Devil Deal gehe ich gar nicht erst ein. Ups. Yay, Cancer. Cancer. Als er seine 10.000 Abonnenten bekam, bekam er Krebs. Zombie-Krebs! Und das war die Geschichte von Zombie-Shadow. Und wenn er nicht verwest ist, dann macht er heute noch Streams. Ja, die Kutte. Warum soll ich mir die Kutte nehmen? Das, ich weiß nicht. Was bringt die Kutte nochmal? Bringt dir Evil Heart und Damage ab. Hätte ich machen können, aber ganz ehrlich, dann laufe ich auf 2 Herzen rum. Und das, wenn hier überall Champions rumlaufen. Finde ich nicht so cool. Da habe ich lieber einen extra Treffer. Small Rock, guck mal, brauche ich gar nicht. Aber das Steinchen toll. Ja, was hast du gegen Steini? Steini und Fleisch. Nerod, das ist auf YouTube immer so. Auf dem Dashboard, auf meinem Dashboard wird es angezeigt, was ich halt hab. Und die anderen sehen das halt später. YouTube lebt immer in der Vergangenheit. Ja. Außer was Designs angeht. Da leben sie in der Zukunft und die Zukunft ist scheiße. Die Zukunft ist ein großer Apple Store. So in etwa. Ohne Kundensupport. Aua, was soll das? Ist doch egal, ist doch voll Vergangenheit. Ja, aber es tut immer noch weh. Zuerst nehme ich dir den Stock weg. Du scheiß Assi-Affe. Und nun kündige ich dein Abo bei den Außenseitern. Pass mal auf, am Ende kündigen die alle bei denen und die kommen dann zu mir so, Alter! Ja, Batman, riddle me this. Und dann sage ich so, Batman war's. Und Batman steht nur daneben und schüttelt den Kopf. Batman. Nein, war ich nicht. Der Diddler war's. Diddly daddly du. Ich schlachte dich wie eine Kuh. Ich melke dich wie eine Kuh. Jo, geh in die Ecke, geh in die Ecke. Danke. Geniac und schäm dich. Ich mach gut Schaden. Jerry. Ups. Greed, Köppe. Fuck. Running around with the speed, of diagonal. Die leben alle 0,3 Sekunden in der Vergangenheit. Wo ist der Fluxkompensator, wenn man ihn braucht? Ich bleib dabei, dieses verdammte Nachtwächterkostüm von Alex sieht aus wie Doc Brown in Jung. Ich muss mir einen Fluxkompensator zusammensparen. Oh Junge, ich werde Nachtwächter. Selbst wenn, ich finde, das sieht toll aus. Ich bleib trotzdem noch bei Doc Brown. Doc Lewis. Weil sie eine weiße Perücke genommen hat. Ja. Die Augenringe sind gleich. Ja, aber die Augenringe, die sind ja mit... Und der psychopathische Blick. Ja, aber das ist... Nur weil jemand einen psychiatrischen Blick hat und Augenringe hat, heißt das noch lange nicht, dass es eine dieselbe Person ist. Einen psychiatrischen Blick? Ja, einen psychiatrischen Blick. Ein Psychiaterblick. Warum so lachen? Alter, du guckst so gerade wie so eine Psychiaterpraxis. Ich hab ihn zum Lachen gebracht, yay. Alter, guckst du Krankenhaus oder was? Ja, Grey's Anatomy und sowas. Oh hey, Dark One. Hier, guck mal, ich bin der Teufel. Alter, voll Scrubs der Blick. Voll Scrubs.
Ich werde garantiert nicht etwas sagen, nur weil man zu mir sagt, dass ich sagen soll. Das kannst du mal getrost knicken. Box! Oh, full health. Destruction Cartridge. Was bringt nochmal die Cartridge? Cartridge aktiviert random das Unicorn. Nee, ich behalte dann doch lieber den. Ich behalte dann lieber den Vogelfuß. Achso, Pac-Man, ja, stimmt. Ja. Nein, Toilettenpapier, warum hast du mich verlassen? Du stinkst! Where's the bug one? The bug one? This is a bucket. This is a bucket! Does it say you want the bucket? It did not work. It did not work. Oh, ihr Fickviecher! So. You betrayed the bucket. You, the new bucket. The bucket, the bucket, the bucket, the bucket, the bucket. Sagen Sie das 500 Mal hintereinander in verschiedenen Sprachen. Le bucket, Le bucket. This is a bucket. Alte Schuppekübel. Does it say you want the bucket? Ja, doch, der Schaden ist ganz gut, den ich gerade habe. Aber da geht noch mehr. Ja, immerhin hab, ich habe Holy Mantle, das ist schon mal richtig geil. Ah. Ja, damit. Holy Mantle ist irgendwo immer. Eine Full Health Pille, dankeschön. Thank you very much. Die kann ich noch gut gebrauchen. Und Englisch kann. He Shield Esmus mit. So. Oh, die Frage ist nice. Hm? Shadow, was wären deine Wunschcharaktere für Borderlands 3? Das hatten Hole und ich gerade gestern erst, witzigerweise. Ja, doch. Wir haben ja gerätselt, dass es die, die ganzen alten Protagonisten sind, die tatsächlich noch leben. Nur, dass man dann halt eben halt die größere Auswahl hatte und andere Fähigkeiten zum Beispiel. Aber ich sag mal so, die können sich auch komplett neu ausdenken. Ich würde es ohnehin kaufen. Weil ich mir einfach sagen würde. Weil ich einfach sagen würde so, I want the bucket. Also sie haben jetzt 3 Spiele in Folge hinbekommen, die gut waren. Also ich würde sagen, das ist unmöglich, dass sie es jetzt vergeigen. Ja, dass sie jetzt auf einmal sagen, so ja, Borderlands 3, make it shit. Wir lassen jetzt die Typen machen, die Batman Origins gemacht haben. Lassen sie Warner Bros. Machen, oder was? Oh Gott. Das wäre ein Todesurteil. Oh lol. Hm? Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als Shadow noch 9992 Abos hatte? Ist als wäre das in den letzten Minuten. Das war die Zeit, wo ich endlich auf D-Abo gedrückt habe. Ja, so, oh, so in den letzten 15 Minuten oder so. So schnell kann's gehen. Bitte die eine Szene aus Deadpool einspielen. 1001, 1002, 1003, 1004. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Nein. Doch, das war, glaube ich, ein Fehler, was ich gerade getan habe. Was hast du getan? Ich habe Dr. Fetus aufgesammelt. Goodbye. Goodbye. Fetus. Alle lieben. Und irgendwie, Fetus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Dr. Fetus scheint nicht nur mit hier Bomben-Items zu stacken. Echt? Ja, als ich letztens da Polyphemus bekommen hatte, da war der Damage auch übernommen worden. Das ist indirekt ein Last Update, weil die Bomben größer sind, dann werden sie zu Megabomben. Echt? Hm. Also so von der Charakteristik her, je größer die Bomben, umso größer der Bums. Bombe. Absolut. Das ist halt natürlich immer geil auf dem Ding, ist es Split Damage. Z-Bombs. Ich hatte mal Soy Milk und Dr. Fetus. Oh Gott. Pew, 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 du kannst dir vorstellen, wie das war wirklich so. Pew, bum, 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 bum. Weißt du, dazu noch Pyromanie und bist Gott. Alter, it hurts so good auf dem Ganzen. Das wäre ein bisschen krank. Du stehst im Grunde einfach nur noch im Raum und kannst nicht verletzt werden.
Du denkst ja auch nur, Jesus. Okay, McChris meint gerade, der Ding skaliert mit dem Damage des Charakters. Ist mir aber auch neu, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der skaliert nur auf Bomben-Damage. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt einfach auf die Ficken. Das ist eine gute Idee. Ja. Seht ihr, warum seid ihr nicht auf die Idee gekommen? Weil ihr die Wiki nicht habt. Ihr seid doof. Nein, ihr seid doof. Diese. Jetzt seid alle voll Kaka. Voll gegeben. Moment, warum ist das jetzt eine Bad Trip Pille? Jetzt sag mir nicht, ich habe eine Full Health Pille da vergessen. Hm? Humble Bundle. So, lass mal sehen. Diesen Humble Bundle. Humble Dumble. Okay. Okay, die gehen aber schön schnell hoch. Und ich spawn unglaublich viele Spinnen. Ich glaube, die Spinne. Der da auch. Ja doch, das skaliert aber echt so ein bisschen auf Damage. Warte, ich schau mal kurz zu Mutants und Actions. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Was ist denn da los? Da steht zu viel. Wusch. Mal sehen. Das sind die Bugs. Dankeschön. Warte mal. Was steht denn da? Synergies, Interactions, was steht denn da? Alle Birdies, wie ist das denn ein Birdie-Effekt? Yike! Das ist bei ihm. This is a Yuck. This is a Bucket! Oh Mann, warum hab ich jetzt die ganze Zeit diesen Scheiß This is a Bucket im Kopf? Weil du an den Soldier denkst. Und jeder mag den Soldier. This is a bucket. Does it say you want the bucket? Yes. I have a question. I teleported bread. Also hier steht, dass bei Dr. Fetus die gesamten Tiereffekte überschrieben werden, bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel für Gifteffekte und so weiter. Mhm. Dann halt, dass die von diesen Bomb-Enchanting-Items da wie Mr. Mega beeinflusst werden können. Und hier steht nach dem Satz, also hier steht, Tears are replaced by bombs that benefit from bomb enchanting effects and slide a fixed range after being fired. Each bomb deals 3 times the character's normal tier damage. Also skaliert es wohl auf Damage. What? So hoch? Das klingt gerade ganz schön hoch. Ja, also. Ich weiß, merkst du von dem Wort. Ja, es kommt ja auch an. Es kommt ja auch langsam an. Musst du auch mal bedenken, das ist eine Bombe, die du immer nur abfeuern kannst. Nicht nur das, du musst auch mal so rechnen, wenn dein Kara nur einen Strich hat und das macht dreimal so viel Schaden, dann hast du immer noch 3 Striche und das ist eigentlich ein normaler Schadensoutput. So, wenn ich denke mal, das merkst du erst, wenn du dann später so schon 3 oder 4 Striche hast und das Ganze sich dann verdreifacht, dann tut das nicht weh. Aber ich will nicht so lala weh, ich will Hiroshima weh, voll in die Fresse weh. Ja, dann musst du das Item aufsammeln, wenn du schon Damage voll hast. Ich will Godzilla kack, der in den Vorgarten weh. Jetzt habe ich eine gute Kombi. Was hast denn du? Ich habe Explosive Shots. Oh. Das ist gut. Explosive Shots mit Dr. Fetus. Jetzt geht ihr baden. Oh, Ipe kack, scheiße. Und ich habe immer noch den Holy Mantle. Oh nein. Das ist eine Bad Trip Pille, ne? Die behalte ich mal lieber. Warte mal, da war ein Boss, oder? Ah ja, der hat mich platt gemacht. You can't hide forever. Wobei, ich könnte... Wir sind in Necropolis. You can't nee, ich, forever. Ich behalte lieber... Ich behalte lieber das Ding hier. Jetzt bin ich gleich mal auf den Schaden gespannt. Das Lustige ist, du kannst ja wirklich überall die ganzen Steine wegballern. Ja, ja. What the f- Den Run hatte ich nämlich auch mal und dann habe ich noch Lucky Rock gefunden, weißt du? Ich habe gerade The Dark One ge-one-shotted.
Alter, was zur Hölle? Du meinst hier The Fallen, oder? The Fallen, ja. Ich hab gerade The Fallen geone-shotted. Catch me, I'm falling. Catch me, I'm... Ich kleb an der Wand. Alter, der Damage. In solchen Momenten mag man das Spiel wieder. Ja, wenn man denn mal so eine Kombi hat, so wie die hier, die einfach one-shottet. Und jetzt noch It Hurts So Good. Dann das wäre echt krank, wenn du das auch noch bekommst. Wenn ich jetzt It Hurts So Good bekomme, ne? I am invincible. I am fucking invincible! Besonders, er macht ja jetzt schon so unendlich viel Schaden. Einfach nur dadurch, dass er Gegner explodieren lässt und vergiftet. Ja, also egal was noch lebt, es wird dann einfach durch, wenn denn durch den Gift noch... Alter! Hey, fuck! Roots of Nature, ihr Säcke! Roots of Nature! Ich schmeiß da eine Bombe rein und es ist Ende. Alles, was auch nur auf die... Ach ja, Holy Mantle habe ich ja auch. Moment. Kann mich das wegpushen einfach nur? The Halo. Ja, ich brauche noch mehr Stats. Halo, oh geil. Ich brauche mehr Stats. All das Stats Item up. Überschätzt das Spiel. Ich brauche mehr Stats. Also mehr Stats. Oh, du wolltest Atombomben, ne? Guter Junge. Wish granted. Das ist Nagasaki. Das ist Hiroshima. Das ist Fukushima. We want an explosive war. Und das da ist dein Hochgarten. Destroyed! Ich nehm dich mal mit. Mom's Coin. An Abi kam indestructible. Da, 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 da. Master of Kloppe! Lol, ja. Lol, ich bekackt plus Dr. Fetus. Doctor, is this gonna work? I have no idea! Wieso hast du nicht hier da Mom's Coin Purse gekauft und hast deine Würfel eingesetzt? Hä? Gerade im Job? Das bringt auch gar nichts, wenn ich das machen würde. Nicht? Der Würfel. Der Würfel rerollt nur hier Items wie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben der Halo gesehen hätte, hätte ich das Halo rerollen können. Ach so, ich dachte, das geht auch im Jobs. Nee, nur. Das Ding rerollt nur sowas. Der Würfel, den Isaac trägt. Haha. Also ich bin jedes Mal voll weggepusht. Ach schade, ich schaff's aber nicht mehr zum Boss Rush. Vielleicht zum Sugar Rush. So. Devil Deal, was bietest du mir an? Warum in alles in der Welt sollte ich mir... Ich nehme eigentlich immer die Chance für Brimstone, aber... Das musst du nicht machen. Brimstone hat auf Dings keinen Effekt. Nee, und Judas Schatten will ich nicht haben. Ich möchte mit Isaac hier jetzt was schaffen und nicht mit Judas. Weil wenn ich drauf gehe, gilt das ja als Judas Run. Crickets Kopf, mehr Damage! Ja, genau! Gib den Affen Zucker! Gib dem Affen Zucker! Ja! Hey Loki, tschüss Loki. Hey Chubby, tschüss Chubby. Ja. Alter, warum? Was zur Hölle? Ich brauch die Dev-Karte gar nicht. Hey Anthony, tschüss Anthony. Eine Gluttony, Entschuldigung. Ich kann mir deinen Namen nicht merken. Anthony. Hey Gürtling, tschüss Gürtling. Hallo tote Typ. Hey Hirn, tschüss Hirn. Hey Hirn, tschüss Hirn. So hart. Das sagt er jeden Morgen beim Aufstehen. Guten Morgen, Hirn. Tschüss, Hirn. Hey, Mutti Sand. Tschüss, Mutti Sand. Hey, Mutti Sand. Hey, Mutti Sand. Hey, ihr Knubbel. Tschüss, ihr Knubbel. Ey, das ist schon fast unverschämt, der Run, ey. Sagst du. Du hattest letztens auch voll den Run, während ich hier die Rüttelbox 10-mal bekommen hab. Ja! Nee, ja. Ich find grundsätzlich, ich hab doch bei mir selber gesagt, die Runs waren unverschämt.
Besonders ich hätte 4 OP-Runs hintereinander. Das war einfach nur so total. Ja. When life gives you lemons. Dann klau dir eine Cola und mach eine Spezi draus. Mmm. Nee. Eine frische Spezi. Eine frische Spezi. Hey Hirn, tschüss Hirn. Was ist los? Unicorn on rainbows. Nein! Warum nicht? Unicorn cutting on rainbow. Oh Mann. Ich habe heute Morgen noch gedacht, weißt du, ich komme heute zur Arbeit und alles lief auf der Arbeit irgendwie scheiße. Irgendwie auf der Arbeit lief heute alles kacke. Und da habe ich gedacht so, ja, mal gucken, was aus dem Tag noch so wird. Ich hätte nicht gedacht, dass aus dem Ganzen so ein cooler Tag wird. Ja, ich möchte unbedingt Eternal Life, ich möchte unbedingt neuen Leben. Nein, danke, Spiel, fick dich. Fuck you! Aber Anker! Nee, das ich glaube, er hatte die Katze. Das Item hätte ich rerollen sollen. Ich habe das jetzt nämlich gerade verwechselt, leider. Schade. Aber egal, macht nix. Ich bin immer noch overpowered. Da drauf rum. Ich bin immer noch OP. Du hörst die Dinger einfach nur. Denken Tja. Sie auch nur Scheiß da so. Ich sterbe mal. Ich stell mich mal tot. Dieser Moment, wenn Mutti ohne Bibel one-hittet. In Soviet Russia. Schon tot? Ja. In Soviet Russia, Mother Alter. One hits you. Der Schlüsselraum gerade, ne? Items. Ja. Und ich habe halt noch Holy Mantle, das heißt, ein Treffer ist bei mir immer gratis. Ach nee, mein erstes Item, rate mal. Rüttelbox. Yep. Die ist überall. Die scheiß Rüttelbox. Das Ding ist so wertlos. Ich geh zu dem Boss und rüttel die Scheiße aus ihm raus. Ohne Münzen. Ich hab 7 Münzen, fürchte dich. Du müsstest eigentlich das einfach mal nutzen, um zu gucken, wie viel Schaden das dann am Ende macht. Macht unser Schiff schöner. Unser Schiff muss schöner werden. Voll durchgeschüttelt. Das hat ihn nicht gejuckt. Nee, die Rüttelbox ist einfach Schund. Yo, it lives. Tschüss, it lives. Ich wüsste echt gern, ob die Schüttelbox mit irgendeinem Verb skaliert. Ich hab grad it lives zerstört. It lives no longer. It lives no longer, nice. It lives, die geht hier zu, it's dead. Hey Monstro 2, tschüss Monstro 2. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich diese Runs auch hochladen kann. Ich habe auch so viele Spinnen gerade. Alles, was ich nicht töte, machen meine Spinnen. Seven Nation Army! The Devil, ja, das brauche ich unbedingt. Ich brauche unbedingt noch mehr Damage. Hey Loki, tschüss Loki! Wer ist dieses komische Kind, das ja ständig durchrennt? Keine Ahnung. Ach guck mal, das ist der Haunt! Dich gibt's ja auch noch! Ach, du bist ja gar nicht so toll! Kannst mal sehen, wenn du kein Basement-Boss bist, bist du gar nicht so toll. Wisst ihr, was man jetzt machen müsste? Man müsste den Run Just the Fallen. Hey, man Satan. Tschüss, Satan. Wisst ihr, was man machen müsste? Man müsste den Run von Shadow nehmen und dann nimmt man die Musik aus dem Opening von den Dinos, dieses Dom, 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 und dann einfach nur alles explodieren lassen. Ich hab gerade einfach Satan. Ich hab ihn einfach gesagt, so komm, geh nach Hause. Mach den Tee. Dein Leben ist gerade schlimm genug. Du machst eine Menge durch. Alter. Ja, fest, ne? Wow, ich komme in den Raum und es stirbt. Oh, das ist so dreist. Everything's dead. Hey, Dark One. Tschüss, Dark One. Es war einmal ein kleiner Junge. Er hatte so scheiße viele Items. Hey, Famine. Tschüss, Famine. Daran gestorben. Hey, Ding. Tschüss, Ding. Was? Die ganzen Spinnen. I do believe I spider. Ich glaube, ich spinne. Du believe oh, I believe. Ach, guck mal. Hey ho, nerviger Herzboss. Tschüss, nerviger Herzboss.
Ach, guck mal, The Haunt! Ach, wie geht's, Frau und Kind? Wie, nicht so toll? Ja, ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, geh zurück in deinen scheiß Keller! Du geh auch zurück in deinen scheiß Basement, wo du hingehörst. Geh, kleine Kindernerven! Du bist ein kleines Kind. Rein theoretisch gesehen, ja. Put this dancer to Satan! Doch in Wahrheit ist der Marcel Davis. Satan is credit to team! Satan is credit to team, Alter. Das ist überhaupt nicht so, weißt du? Er fiedet im Grunde. Er spielt Double Jungle. Oh hey, Dev. Tschüss, Dev. Dein scheiß Pony, ne? Kann mich mal. Hey, The Lamp. Tschüss, The Lamp. Tschüss, Lamp. Ich sagte Tschüss, Lamp. Geh nach Hause. Ich bin hier zu Hause. Geh nach Hause. Du Missing Poster unlocked. Alter. Vermisste Poster. Ich krieg mich gerade nicht mehr ein, ey. Lost Poster. Lost Poster appeared in the basement. This was the boss rush. Und ich werde mich jetzt verkrümmeln, um ihn zu gucken. Okidoki. So, damit hätten wir das schon mal. Komm, Kane, das machen wir jetzt nochmal. Bis dann. Alter, das war gerade zu geil. Oh, Item Snatcher. Und das, liebe Kinder, war Apokalypse. Also auf jeden Fall habe ich heute etwas geschafft. Der Tag ist heute super. Komm her. Komm her. Gut. Das war produktiv. Oh, hallo Skarpion. Hey Skarpion. Oh nein. Allein nur. Oh nein. Oh, Pin, gratis Items. Ganz weit. Nein, ich meine, wir kennen die nicht. Nein. Oh Mann. Ey, ich bin mittlerweile schon übelst gehypt auf Magicka 2. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Es sei denn, sie vermurksen den Netcode schon wieder. Ey, wenn sie das machen würden. Nee. Das wäre so ein geiles Spiel zum Zocken zusammen. Das wäre toll. Ja, das wäre echt schön, wenn sie den Netcode nicht vermurksen würden. So wie das letzte Mal. Weil es irgendwie ja auch eine Herausforderung darstellte. Nein, es war keine Herausforderung, weil wir andauernd gestorben sind, weil einer einen Disconnect hatte und nicht reconnecten konnte. Weil du nicht außerhalb des Spiels die ganze Zeit getötet hast. Ah, shit. Oder das erste Magicka, wo Shadow nicht mehr ins Spiel, nicht wiederbelebt werden konnte. Ja, das war auch schön. Und ich dann einfach. Und ich dann ins Team umhergeistern konnte. Du musst es aber so sehen, wenn man das jetzt erneut spielen würde, dann wäre da kein Numi bei. Das stimmt. Aber dennoch wären diese Bugs höchstwahrscheinlich da. Weil, let's face it, der Netcode war Schund. Deswegen hofft man ja, dass der zweite Teil besser wird. Den Netcode haben die von Nintendo geklaut. Naja, also ich sag mal so, der Netcode von Mario Kart 8 ist geil. Das kannst du lag... Das ist als Nintendo Netcode. Ja, der ist schon, ja. Ich bin tot. Scheiße. So Bro-like Netcode. Nicht Curse of the Maze. Tearstone, die Pillar wollte ich schon immer. Du auch? Komm, wir spielen Eden. Na. Ist das... Ach, das ist das Item, okay. Ja, das bringt nicht so viel. Oh, geil. Selbstmord, yes. So. Alter, was kriege ich gerade mit...
mit Eden die ganze Zeit irgendwelche Selbstmord-Items. I have a dream. One day, one day, one day. One day, nanomachines for free. Nanomachines, son. Nanomachines. Micro Machines. Oh, ich glaube, ich mache aber. Ich glaube, ich mache aber heute nur noch den Run und dann machen wir mal gut für heute. Ich glaube, wir haben heute gut was gemacht. Ja. Rein theoretisch, das nächste Ziel sind dann entweder die 20.000 auf YouTube, also das nächste große Ziel, oder die 2.000 Follower auf Twitch. Weil das ist bei, also die 2.000 Follower auf Twitch ist sogar gar nicht mal mehr so weit. Wir sind bei 1.890 oder so. 1.842, um genau zu sein. Moment, 1.842? Ja, also das, wenn das das da unten mit dem Herzchen ist, dann ja. Eigentlich schon, aber ich hatte da irgendwas vorhin mit 50. Nee, da steht irgendwas 42. Nur nachher mal auf mein Dashboard gucken. Okay, das ist jetzt gerade verstörend. Hä? Mir hat sich gerade Isaac pausiert, weil Scarlett mich mit etwas überfallen hat. Oh. Besiege. Der Text ist allerdings arg verstörend. Wieso, was schreibt er? Ich bin ganz nah an dir und dir gefällt es doch. Wow! Okay! Ich bin wiegend mit dir. Ab dem 5. Mal. Okay, that's creepy. Ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll oder schreiend im Kreis rennen. Er macht mir Angst. Wann hast du sowas Angst? Jetzt gerade offenbar. Soll ich mal auf dich ansetzen mit dem Satz? You have a mission. Ich bin nicht. Moment. Halt, stopp! Stopp, hier drin! Das Kinderzimmer bleibt wie es ist! Und es ist Obst im Haus! Nein, weil ich bin nicht hohl. Wenn ich mich über etwas ängstige, dann ist das normal. Bloß der Typ da, den erschreckt ja gar nicht. Das darf man jetzt nicht vergleichen, liebe Leute. Und es ist Obst im Haus. Und nun fall Vivi an. Nein. Oh. Behalt dein Geld. Hör nicht auf den alten Sack. Kauf dir davon Obst. Es ist Obst im Haus. Die Psychokartoffel. Und ich dachte, Ruhe wäre der Pedo. Oh Mann. Ja, Scarlet, was hast du zu einer Verteidigung zu sagen? Du geiles Stück, du. Hör auf! Hör auf mit was? Oh Mann. Du weißt genau, was ich meine. Diese unglaublich erotischen Stimmlage. Warum, wie bin ich hierher gekommen? Auf Drogen. In einem schwarzen Van. Ja, vor allem letzteres. Ah, damn it. Ich mein's ernst, du machst mir Angst hier auf. Pure Energie! Auf in den Energieraum! Super Energieraum! Yes. 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 Nee, aber was ich jetzt mal zum 10.000 Abo-Special sagen wollte. Ich brauche Ideen, was ich als kreative Tötungsmaschinerie bauen könnte. Das Krümelmonster. Eine große Kaffeemaschine. Ich habe dir mal erzählt, was man alles in dem Spiel machen kann, ne? Also. Nee, ich habe auf jeden Fall eine Idee fürs Abo-Special. Nur, ich muss das müsste ich dafür ein Skript schreiben, ich müsste das dann aufnehmen. Bearbeiten, etc., etc., etc. Also das wird wahrscheinlich so ein, zwei Tage in Anspruch nehmen. Glücklicherweise habe ich Urlaub, also kann ich das sogar tatsächlich in der Zeit schaffen. Ich habe genug Bomben bekommen. Oh, cool.
bombs, you want it, you get it, my friend. You get it, you want it. As long as you have enough boobies. Ah. Pandora's Box. Sehr schön, nehme ich gerne. Ich meine, nehme ich gerne, gib her. Benutze ich aber erst später. Da kommt eine Münze. Und die Schachtel der Pandora. Die ist toll, das ist ein geiles Item. Was genau macht sie? Oh, oh, oh. Welches Hütchen soll ich nehmen? Mitte, links oder rechts? Oh Gott, das will ich nicht sagen. Immer wenn ich was sage, ist es falsch. Okay, falsch. Kuchen. Du hast nichts gesagt, das ist falsch. Egal, ich nehme es jetzt so. Okay, egal, war schlecht. Ach Mann. Ich hätte gerade Bock, einfach die Pandora-Büchse aufzumachen. Ich weiß auch nicht, warum. Mir war voll danach. Mach auf. Hey, verderben. Jetzt muss ich voll an die Pandoras-Büchse aus DMC4 denken. Pandoras Koffer. Pandoras Aktenkoffer, ne? Tolles Ding. Oh ja. Das war schön. Ich brauch keine Energie, ich brauch dieses dumme Fliegen-Item, du kleiner Battle-Banner. Das Einzige, was wir brauchen, ist dein Aktenkoffer. Ja. Nö, ist gar nicht, nö. Nö, ich geh einfach nicht auf Steam, nö. Einfach nicht auf Steam. Tja. Ja, ich kann mich die nächsten Tage auch ohne Isaac beschäftigen, ist kein Problem. Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich. Ich kann das. Du hast eine sehr manipulative Schwester. Hä, was hat das für... Nö. Selbst Nana kann mich nicht so ein über... Hör mit dieser Stimme auf, Mann. Das ist voll Hör mit dieser Stimme auf, du scheiß Assi. Vivian. Oh nein! Nein, stopp! Oh Gott, er zieht die echte Namenkarte. Nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Echt mal, stopp. Holger, das ist nicht cool. Ich geht gerade so hohe Größe. Mach dein Steam auf. Nein, was ist das? Das ist Erpressung. Echt mal, ja. Echt mal, Vivian, hör auf Holger. Nein! Oh, hört auf, meinen Namen zu sagen. Vivian. Nein, stopp! Du, erstens hör dir auf, meinen Namen zu sagen, und zweitens hörst du mit dieser komischen ich bin deine Katze-Stimme auf. Nö, ich bin deine Katze. Und Nachenarten benutze. Ich bin deine Katze, voll süchtig. Wo wir schon darüber reden, fütter uns. Baby. Das ist gemein, nö. Nö. Sensi, warum machst du das? Das ist gemein. Tu gar nichts. Skarmai tut es. Du weißt genau, was du gerade machst. Du machst hier gerade Psychoterror hoch 10. Ach so, das? Ja. Ich genieße das gerade so ein bisschen. Ja, danke, Shadow. Danke. Ja, bitte. Machst du jetzt endlich dein Steam auf? Nein. Mach dein Geschenk auf, sonst macht Klein Bubi das. You miss it. You got to miss it. Stay out of my shit. Hey. Nee, police girl. Nein, ich sag mir gerade so. Scarlett, wenn du schon mit so einem Spruch kommst, dann mach ich's erst recht nicht auf. Sonst macht er es für dich auf. Scarlett, du kannst es mir schreiben und ich werde es ganz laut vorlesen. Nein! Ja, finde ich gut. Nein! Die Idee unterstütze ich in meinem Stream. Nee, warum machst du das auf? Ich bin bösartig, manipulativ. Ich hab dir nichts getan. Das macht in der Hinsicht nichts aus. Das hat Adolf Hitler damals auch gesagt. Ja eben, er hat andere machen lassen. Ups. Ups. Did I accidentally a war? Okay, der war wirklich tief, sorry. Yo, Piep, friss Schund. Ein Bund ist in der Ohr. Ich hasse dich, Piep. Nein, das ist nicht so, boah, das ist gerade einfach nur Scheiße. I want is simple shitstorm. Shitwar. Scarlet hat mich geantwortet.
Nein, nein, nein. Ich lösche mit meinen Gedankenkräften einfach diese Nachricht. Nein. La. Ich genieße das gerade. Sowas von. Wir machen eine schöne Memory-Runde. Eine Memory-Runde. Es geht um lustige Leutchen. Mit lustigen Hüten. Und lustigen Städten. Aha. Ganz wichtig, Vlad November, ja? Vlad November, ja. Oh, das dann ist Bibi mit ihrem, oh Gott, ich hab's erraten, Gesicht. Oh, das heißt. Das heißt doch lange nicht, dass ich's annehme. Oh, doch. Oh, yes, you will. Nein. Yes, you did. Nein. Yes, you did. Nein. Yes, you did. Hol, yes, you did. Halt die Klappe. Hol, yes, you did ist falsch. Nur mal so. Yes, you will. Ja, du wirst. Ich find's so schön, wie sie ihn trotzdem drauf anspringt. Sorry, aber was so Englisch angeht, bin ich manchmal so ein kleiner Klugscheißer. Auch als eine Kollegin von mir letztens auf der Arbeit meinte so, ja, von diesem Hangdass 1, da mag ich ja nur diese eine Sorte, Cookie Duck. Und ich so, Cookie Duck? Kuchenente? Ja, und ich so, Moment, du meinst Cookie Dough. Kuchenteig, also Keksteig. Ach so, ja. Aber ich so, ja, Cookie Duck, Keksente. Du bist auch so eine Keksente. Cookie Duck. Es heißt ja auch nur, deswegen spiele ich auch andauernd Sevier. Die sagt auch immer, better duck, bessere Ente, ne? Oh, warte. Better duck, bessere Ente. I want a simple duck. Okay, ich mach's auch, aber nur damit Hol das nicht bekommt, weil der sich gerade richtig scheiße verhalten hat. Finde ich okay. Ich bekommen. Ich hab das schon längst. Hä? Ja, dann ist es wirklich das, was ich glaube. Und das wird dann der Mordsgaudi. Ihr seid alle doof. Ich weiß. Ach Mann. Nö, das ist jetzt. Kann ich das hätte nicht wegklicken? Oh Mann. Kannst du. Es wird sich immer wieder anzeigen. Sich selbst vor allem. Ja. Es wird blinken. Es wird grün blinken. It will blink. Is it a big titties? Is it a große Blink-Blink? Yo, du Scheißgeist, mach mal was. Mach mal was für dein Geld. So, danke. Wurde voll geschissen. Oh. Ist gerade überhaupt noch was im Chat los? Ich sehe irgendwie immer nur Skatjon. Ich sehe wirklich nur noch Skatjon, what the fuck. Ich glaube, er hat alle Leute verscheucht. This is a bucket. My father's dentist was a duck. Ronald Duck. Better duck, besser Ente. Wie wirst du schweigsam? Was dagegen? Ja, nein. Ach, doch. Du bist ja noch da. Na? Drei Sachen. Wow. Erstens. Das ist mehr als Shadow, feier dich das nächste Mal nicht so sehr. Das kriegst du zurück. Zweitens, Hol, du bist ein sadistisches und gemeines Arschloch. Das sag ich jedes Mal. Und keiner glaubt es mir. Skatjon, du auch, aber danke. Seit Jahren predige ich das. Nee, wisst ihr was? Zu 80% ist der wirklich total okay, der Typ. Nö. Ich hab den Typen lieb und der kann auch ganz nett sein, ne? Aber dann diese Momente wie diese, wie ich richtig kacke drauf ist und mich richtig fertig macht, obwohl ich also gar nichts gemacht habe. Jetzt redest du aber ein bisschen böse über Skatjon. Nein, ich rede jetzt über dich, du. Oh, du redest über mich? Red weiter.
Du weißt, es gefällt ihm, wenn du über ihn redest, das weißt du. Was? Du weißt, dass es ihm gefällt, wenn du über ihn redest. You're doing it wrong. Ja, weil ich an irgendwas aufgeilen muss, weil sonst keiner über ihn redet. Außer ich, wenn ich ihn hasse. Ich habe so meine Tricks. Oh Mann, ich kann mich hier nicht konzentrieren gerade. Ja, gib wohl die Schuld. Oh, ja, bitte. Ah! Oh Mann. Du kannst dich aber auch darüber an aufregen. Darf ich's einfach nicht? Schon, ich find's immer nur wieder erstaunlich. Wo du den Einfallsreichtum hernimmst. Ich bin ein kreativer Mensch. Guck mal, die Rüttelbox. Ja, Mensch. Und atmet einmal ein und aus, zieh bis hin und freu dich. Ich freu mich ja auch, aber... Wie kann man eine Person gleichzeitig gern haben, aber andererseits denkt man sich so, boah, Alter. Ah, Mann. Du lebst uns. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Hol gern zu haben. Und sag ihm nur noch, er kann mich mal gern haben. Ja, aber ich will damit ja nicht aufhören, das ist mein Sensei. Macht nix. Das Schlimme ist, tief in seinem Herzen weiß er trotzdem, dass er ohne mich nicht leben kann. So, wo ist Fee? Eine Story muss geschrieben werden. Hopp, hopp. Allein schon hopp, hopp. Fee, ich bin Vivi und nicht Keks. Aber der Fehler wird oft gemacht. Aber nee, ich komme damit schon klar. Er ist nur manchmal ein bisschen doof drauf. Er ist nur manchmal ein Arschloch. Weil, nee, eigentlich ist er wirklich total okay und die meiste Zeit verstehen wir uns super. Aber der hatte manchmal diese 5 Minuten, wo er sich denkt, hey, lass mal richtig fies zu Vivi sein, einfach weil ich's kann. Einfach weil ich älter bin. Was denn? Bin ich gemein zu jedem. I want a bucket. Das wollen wir mal klarstellen. I want a bucket. Das war jetzt gerade schon gemein und sonst bist du immer voll lieb. Ja, das kommt drauf an, wenn er den Eimer nicht bekommt. I want my bucket. A simple bucket. Hättest du das nicht vorher sagen können, hätte ich dir einen gekauft und der Post geschickt. So ein Plastikeier von... I want a simple bucket. This is not my bucket. This is not my bucket. Meinetwegen auch aus, Mr. Bucket und so, ne? Mr. Bucket? Mr. Bucket? Hau ihm in die Fresse rein, Mr. Bucket! Na toll, jetzt habe ich gerade diese eine Scheißfolge vom Videogame-Nerd im Kopf. Mr. Bucket? Bin super süchtig, Mr. Bucket? Er will nur deine Klöten. Suck his balls, Mr. Bucket? Lol, eigentlich hast du recht, Skatjon. Hm? Diese 5 Minuten hast du immer nur in den Stream. Ja, ist mir auch mal aufgefallen. Ich glaube, Pol will damit einfach so ein Zeichen setzen. Ja, er will Aufmerksamkeit. Das auch. Ach, die habe ich schon, wenn ich in den Chat reinkomme. Du kommst nicht mal im Chat rein! Du bist nie im Chat! Du kannst nicht mal lesen! Auf jeden Fall, dennoch danke, Skarnheit. Ich brauchte nur gerade einen Moment, um mich erstmal aufzuregen, dann abzuregen und mich dann zu freuen. Ah, mysteriöser Sack. Jetzt kann ich mit den beiden wenigstens zusammenspielen. Ah, was denn? Magica 2. Also doch, also die Sneak Preview. Ja. Die am 5. Mai rauskommt. Und mit ganz viel Glück können wir auch Skarnheit dann weglasern. Ups. Das wird funny. Funny frisch. Ja. Ist das Stampfer-Mutti? Mutti. Nee, das ist passiv-aggressive Mutti. Die macht irgendwie kaum was. Mutti hat so viel Pudding gegessen. Mutti hat ihre Tage.
Wir müssen Mutti zurück ins Meer schieben. Schieb meine Mutti ins Meer! Habt ihr einen Gabelstapler gesehen, Kinder? Deine Mutti ist das Kraftwerk oder ich spiel nicht mehr mit! Fett genug wäre sie. Das ist ja... Ein Automobile, zwei Automobile. Oder ist ein Freudstein an der Seite? Hab ne Idee. Mit Schere? Wow! Alter. Nee, das war eine. Das war eine grundlegende Scheiß-Idee von mir. Ja. Ich freue mich gerade, dass du durch meine Bekanntenliste auf Steam die Hälfte die ganze Zeit nur in Dragon Ball. Suchtfaktor Game. Suchtfaktor überhaupt. Naja. Gott, das ist 5 vor 11 auf einmal. Holy shit. Holy shit. Auf jeden Fall. Das war's denn auch für heute schon. Weil, was heißt ja eigentlich schon, das waren jetzt auch schon knapp über 3 Stunden Stream, obwohl ich heute noch aufgenommen und gearbeitet habe. Das ist, also für mich persönlich ist das viel. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag und morgen. Ja, nicht verpassen, morgen Walking Dead Finale Episode Part 1 geht morgen online um 13 Uhr. Also nicht verstinken. Und am Montag dann das Finale und daraufhin dann 400 Days, das DLC. Und ja, nochmal zu den 10.000 Abos werde ich mich dann demnächst auch nochmal äußern. Wahrscheinlich morgen direkt, das werde ich wahrscheinlich morgen direkt als allererstes machen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good night.